Guten Morgen, wir sind hier zusammengekommen, um gemeinsam eine Probeprüfung für B1 zu machen, die aus drei Teilen besteht. Und vor den drei Teilen würde ich Sie bitten, dass Sie sich erst kurz vorstellen. Okay, dann fange ich an. Okay. Guten Tag, ich bin Annabelle, ich komme aus China. Als ich in China war, arbeitete ich vom Beruf aus Zahnmedizin, Zahnärztin. Und zurzeit arbeite ich in Deutschland im Labor aus Dr. Hounding. Und mein Doktorarbeitsthema ist Kiefergelenk. Und ich bin seit 4 Jahren in Deutschland angekommen. Ja. Hallo, ich heiße Christine Khalatiani, ich komme aus Georgien, ich bin 28 Jahre alt. Ja, in meiner Heimat habe ich als Friseurin gearbeitet. Ich habe einen Sohn, er ist 12 Jahre alt. Und seit 2 Monaten lebe ich in Deutschland und möchte ich hier eine Ausbildung, mit Ausbildung anfangen und einen neuen Beruf haben. Ja, dann könnten wir im Grunde jetzt zu dem ersten Teil des Tests kommen, wo Sie über Ihren jeweiligen Beruf sprechen, wie Sie dazu gekommen sind und was das Besondere an dem Beruf ist und so weiter. Okay. Ich fange an. Okay. Ich arbeite als Zahnärztin und heute würde ich gerne davon etwas erzählen. Manche Leute denken, der Zahnarzt konzentrierte sich immer nur auf die Zähne. Das ist aber nicht total richtig. Der Arbeitsschwerpunkt von Zahnmedizin liegt auf der Gesundheit und der Ästhetik unseres Mundes, Kiefers und Gesichtes. Und ich finde, es ist ein interessanter Beruf. Durch die Behandlung werden die Patienten nicht nur geheilt, sondern auch schön wieder. Und ich mag besonders Kieferorthopädie, weil man große Erfolge spüren kann, nachdem die Zahnfehlstellungen behandelt werden. Alle Zähne stehen in Ordnung, die Verhältnis zwischen den Ober- und Unterkiefer ist harmonisch und der Patienten kann wieder mit Vertrauen lächeln. Ja, und in diesem Moment habe ich immer das Gefühl, dass es sich auf jeden Fall lohnt. Ja, und dass ich mich mit dem Patienten zusammen für 2 oder 3 Jahre berühmt habe. Ja, und als Zahnarzt kann man auch genug verdienen und sehr gut leben. Aber die Zahnärzte und Zahnärztinnen müssen auf ihre Rücke und Nacke aufpassen. Ja, weil wegen der Körperhaltung der Arbeit. Viele Zahnärztinnen oder Ärzte hatten Rücken- oder Nackenprobleme. Ja, das ist alles. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, dankeschön. Ich habe in meiner Heimat als Friseurin gearbeitet. Zum Anfang musste ich immer richtig die Haare schneiden, immer die Farbe richtig stellen, weil wenn ich einen Fehler machte, das wäre mit einem großen Problem. Wie lang ist die Ausbildung? 3 Monate war die Ausbildung. 3 Monate? Ja, bei uns ist 3 Monate. Dann fangen wir mit dem Arbeit an. Und ist die Bezahlung ganz gut, oder? Erst für Ausbildung bezahlen wir. Das macht so, ja. Bezahlen wir für Ausbildung, dann bekommen wir so täglich, man kann sagen, von Euro, das macht 50 Euro täglich. Mhm. Ja.
Ich musste immer ab 10 Uhr da sein bis 8 Uhr, bis 20 Uhr. Mhm. Ja. Und in Wochen hätten wir einen Tag frei. Mhm. Ja, frei. Macht Ihnen Ihre Arbeit denn noch Spaß? Ja, macht Spaß, weil wir hätten große Gruppe. Ich hätte so, man kann sagen, 5, 4 Personen, Freundin, da gearbeitet hätte ich. Und wir waren nach der Arbeit spazieren gegangen. Mhm. Ja. Okay. Ich würde sagen, dann könnten wir zu dem Teil 2 übergehen. Geht nochmal wieder um Kommunikation. Sprechen, sich über etwas unterhalten. Okay. Sie wären als Kollegen zusammengekommen und Sie unterhalten sich über das, was Sie in der Pause nach der Arbeit vielleicht gemeinsam unternehmen könnten. Okay. Hallo Christina. Hi. Ja, wirst du etwas zusammen essen und trinken? Ja, trinke ich gerne mit dir eine Tasse Kaffee. Okay. Ich interessiere mich sehr für Ihr Essen. Kannst du bitte etwas davon erzählen? Ja, wir haben sehr verschiedene Essen. Mhm. Wir backen, also Khachapuri heißt das. Das ist ein Brot mit Käse. Mhm. Und mit Eier zusammen backen wir so. Das sieht sehr schön aus und lecker auch sehr. Ja, es klingt schon sehr lecker aus. Ja. Ja. Du kannst mal probieren, wenn du Zeit hast. Oh, kannst mich besuchen, ich kann für dich backen. Oh, echt? Oh, ja. Das ist sehr schön von dir. Ja, ja. Und isst du etwas schön vom Fleisch? Ja, ich esse gern Fleisch, ich esse gern Fisch auch. Isst du auch Schwein? Ich esse ja. Ach so, okay. Ja, weil ich bin in Georgien geboren, da essen wir. Und das ist nicht verboten, deswegen esse ich auch. Ja, in China essen die Leute auch sehr viel Schwein und Hähnchen. Auch Fisch. Ja. Und welche Essen ist scharf bei euch? Sehr scharf. Wie heißt diese Essen? Hotpot. Hot Kennst Pot. Du das? Ja, ich habe gegessen. Das war sehr lecker. In deiner Heimat? Ja. Oh, ich probiert. Ja, toll. Ja. Ja, ich esse auch sehr gerne Hotpot, weil man sehr viel Sorte von Essen kann. Ja, mit der Hotpot. Okay, ich denke, das war das. Der Teil 2, damit ist gut erledigt. Dann kommen wir jetzt zum dritten und letzten Teil. Und da geht es darum, gemeinsam in der Firma, in der Sie arbeiten, was anzustoßen, was zu planen, zum Beispiel im sportlichen Bereich oder im anderen Freizeitbereich, wo Sie denken, Sie könnten in Ihrer Firma da irgendwas vorschlagen. Okay. Hi Anna. Hi Christian. Weißt du, ob Angebote von Sportkurs? Ah ja, ich habe ihn gestern angerufen und sie haben mir gesagt, sie können viele Kurse anbieten. Es gibt Badmintonkurs, Tenniskurs, Tischtenniskurs, Schwimmkurs und Gymnastikkurs. Ja. Ja. Ja, aber können wir zusammen gehen oder unsere Kollegin auch einladen oder fragen, ob die möchten auch diesen Kurs besuchen oder? Ja. Ich denke, das ist eine schöne Idee. Vielleicht können wir zuerst alle Kollegen eine E-Mail schreiben. Welcher Kurs wollen Sie teilnehmen? Ja, dann zahlen wir zuerst. Wenn es zu wenige Leute gibt, an Kurs teilnehmen, können wir vielleicht eine andere Idee
Können wir einen Kochkurs besuchen? Ja, ja, das ist auch schön. Ja. Erstmal fragen wir dann. Ja, und ich auch das Preis gefragt. Die haben mir gesagt, wenn es sehr viele Leute gibt, zum Beispiel über 20 Leute, sie können eine gute Rabatt uns geben. Ja. Ja, und das heißt 8 Euro per Person jedes Mal. Ja, und sie haben gesagt, das erste Mal wird es kostenlos. Ja, unsere Kollegen können ein kostenlos probieren. Mhm. Ja, dann sie können entscheiden, ob sie weitergehen oder nicht. Ja. Ja, sehr gut. Dann machen wir so. Okay. Wirst du die E-Mail schreiben, oder? Ja, schreibe ich gern. Okay. Ja, ja, dann gehe ich später die alle Informationen. Ja, danke ich auf dich. Okay, Dankeschön. Dann bis später. Bis später. Vielen Dank. Damit ist der dritte Teil jetzt auch abgearbeitet. Ich bedanke mich sehr für Ihre Teilnahme und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön, Ihnen auch. Danke.